Sehen Sie nun die ersten Schritte in Destinations. Einen kleinen Tool zum Erstellen von virtuellen Umgebungen. Avatar. Halten Sie das Trackpad. Wips. Okay. Man kann vom Avatar die Farbe, vom Kopf und von den Händen einstellen. Oh! Der Wald verschwindet, wenn es ein Wald war. Jetzt ist eine Höhle. Interessant. Da weg. Hübscher Comic-Look. Ah, die färben sich auch. Mit gefärbten Controllern könnte ich nicht spielen. Deshalb muss ich sie zurückfärben. Nehmen wir den. Klicken wir mal weiter. Frequenzen von Requisiten in Destinations. Benutzen Sie den Trigger. Skalieren. Und dann weg, um hoch zu skalieren auf Nano. Ja, super, weiter. Orte, Avatare. Ah. Okay. Die Umgebung ändert sich schon wieder. High five! Low five! Mal sehen, was hier alles unter den Reitern gibt. Verschiedene Köpfe, verschiedene Controller und natürlich diese Requisiten und Orte. Wo fangen wir bloß an? Oh, ah, da sind die Würfel. Ein Würfel. Ein Companion Cube. Tada. Okay, maximales Skalieren erreicht. Teleport. Aus wie der Big Bang. 3! 1, 2, 3! Na gut. Was haben wir denn sonst? Ein Strandball. Dong! Der Bosch schaut besser aus. Hm.
Ball weg. Okay. Orte, was haben wir denn? Sing die Türme. Home. Okay. Erstellerwolf. Motiv abstrakt. Ja, das passt. Cartoon-Welt mit glattem Himmel im Moment. Auf offenem Meer. Okay. English Church. Mars. Beispiele. Gib mal ein Beispiel. Dies ist ein Beispiel. Add-on für die Destiny. Tagieren können. Aha. Punkt von Interesse. Beispielinteraktion. Triggervolumen. Okay, gehe ich raus? Oh, gehe ich rein? Okay. Okay. Okay, ein Beispiel. Wir haben Interaktionstrigger, wenn wir betreten. Trigger, wenn wir rausgehen. Verbot von Bier. Teleportation. Und interaktiv den Rover anzeigen. Ah. Ein- und auszuschalten. Okay. Ist der in Originalgröße? Ich hasse es, wenn Menüs sich mitdrehen. Nett, nett, nett. Viele kleine Details. Kamera, die Räder, füllen sich kniehoch an, Kabel. Sehr detailliertes Modell, wahrscheinlich Sensorkabel. Okay. Das bringt bloß das Menü. Das ist der Maus. Gehen wir mal zum anderen Maus. Ah. Marcel's Krater Solch. Okay. Vom 18. September 2014 bis zum 20. Februar 2015. Curiosity over diese Region des Gröningskraters auf dem Mars Sekunde, die in den Universe Bildern erbaut, aufgenommen wurden. Bildquellen NASA. JPL, Caltech und M3S. Hurala! Steht plötzlich ein Rover hinter einem. Hat einfach einen schönen Schatten. Ich werfe Schatten auf den Rover. Schön. Okay. Mars Wissenschaftslabor Curiosity. Der ist so groß.
900 Kilo schwerer atombetriebener Roboter, der ist ja durch 2011 sein so zum. Okay, also Originalgröße. Höchstwahrscheinlich auch der vom Roboter. Das war die Info. Ah, okay. Fangen wir mal hier oben an. Da ist der Punkt. Walfels. Walfels? Das zeigt eine Schrägschichtung und durch lose Ausgang dieses Wasser entstanden sind. In uralten Seen entstanden sind und nach langen Abtragen freigesetzt wurden. Okay, also Beweis für Wasser. Aber welcher von denen ist es denn? Der hier? Der sieht so ein bisschen Wal aus. Und es ist das. Gut abgeschmügelt sieht er aus. Der Krater auch, die Kraterränder sehen gigantisch aus. Der Nixon. Also, Anfang 2015 hat er diese Region verlassen. Höchstgeschwindigkeit von 30 Metern in der Stunde. Okay, also in die Richtung ist er abgefahren. Zum neuen Milchufern. Region. Künstlerische Speicherwelt. Ich denke, ja. Die Farbe zum Beispiel ist künstlich. Quellbilder der Navigationsding sind monochrom. Also es waren Schwarz-Weiß-Bilder und wir wurden nachgefärbt. Okay, der Himmel ist also auch fake nachgeneriert. Okay, auch der ferne Berg wurde nach Augenmaß platziert und nicht nach 100 pro Daten. Da-ding. Offene Daten. Diese Szene wurden aus Bildern der Mars-Rovers gebaut. Öffentlichkeit verbreitet. Ja, vielen Dank an die NASA. Ohne die hätten wir nicht so schöne Bilder im Moment. Gehen wir erstmal auf den Punkt. Tada. Das hier gezeigte 3D wurde aus fast 1000 Monokumpeln. Okay, also ein paar Löcher. Kamerabilder. Nett. Und ich muss dann gleich nochmal zum Rover zurück. Also auf der Höhe ein Bild nach links, ein Bild nach vorne, ein Bild nach unten. Es werden also die hier sein, die einmal sich im Kreis drehen. Nett. Auch eine schöne Information, dass man sieht. Bildstörung verschwommen. Okay, ja. Wenn der Rover von der einen Seite weit scannt, nicht von der anderen. Cliffs. Was könnten unerwartete Bezeichnungen haben, so wie die Klippen nur einige Zentimeter hoch sind. Book Cliffs. Dünen. Der Luftmasse ist 0,6% so stark wie auf der Erde. Kohlenstoffdioxid extrem dünn. Stark genug, um das meist bestehende Sandböden zu formen. Dun, fast. Schön auch der Schatten und die Verformungen des Schattens auf der Oberfläche zu sehen.
Also sind kleine Details, aber wichtig. Seht auch die Spuren, die der Rover hinterlassen hat. Vorgehensweise, diese Region im Herbst 2014 erreicht und dann als ein Jahr damit verbracht, sie zu scannen. Untersuchte. Okay, er ist ein Jahr lang die Umgebung hier erkundet. Schon eine Ecke. Dun, 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 dun. Schauen wir uns mal aus der hintersten Ecke an. Fühlt sich wie der König der Welt. Wie am Bug eines Schiffes stehen. Gibt eine schöne Perspektive und auch eine Tiefe. Das ganze Bild. Beziehungsweise die ganze Umgebung. Wie einsam und verlassen sich dieser Rover hier anfühlt. Kam teleportiert sich zwei Schritte ran. Ist der Rover schon wieder größer als man selbst. Okay. Na, dahin wollte ich. Okay, schauen wir uns mal an, was sonst noch gibt. Mars, 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 singen die Türme. Hallo. Sieht bedrohlich aus. Okay, sonst ist... Nett. Das sieht aber sehr noch Bild aus da hinten. Und ich habe keinen Ton. Das ist jetzt leider nicht so schön. Ruck. Den kleinen Details in den Augen, das Auf- und Zugehen, die Beine. Jetzt ein Portalgun. Thumm, 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 thumm. Sieht nach einem sehr hoch aufgelösten Spielmodell aus. Allerdings viel detaillierter als tatsächlich wahrscheinlich im Spiel vorgekommen ist bis jetzt. Oh nein. Life Amnesia. Ich würde zu gerne einen umschubsen. Boom.